Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. Dieses Video widmet sich vor allen Dingen an alle diejenigen, die gerade mit Minecraft begonnen haben zu spielen und gerade den Redstone entdecken. Denn einige haben mich angeschrieben, hey, mach doch mal Videos, die wir auch verstehen und nicht immer so abgefahren Redstone-Kram, sondern auch mal einfach was Einfaches. Und das möchte ich natürlich euch auch zeigen und erklären. Also ihr kennt den Redstone, das ist irgendwie die Möglichkeit, ein Signal, einen Strom zu transportieren. Und ihr seht es schon im Videotitel, heute geht es um ein kleines Wasserspielchen, was wir da machen. Eine kleine Wasserfontäne, die an- und ausgeht. Und dabei möchte ich euch auch ein wenig den Redstone erklären. Also ihr seht, der Redstone, der läuft 15 Blöcke weit. Das könnt ihr auszählen, sind genau 15 Blöcken. Danach ist der Redstone irgendwie tot. Dann braucht ihr einen Verstärker, einen Repeater, wie am Englischen heißt. Den könnt ihr dann hier hinsetzen. Ihr seht, der Redstone wird wieder verstärkt. Wunderbar. So, Repeater haben noch eine weitere besondere Eigenschaft. Ihr könnt mit dem Rechtsklick die Länge einstellen. Ihr seht, wenn ich nur den Strom anmache, dauert es einen ganz kleinen Moment, bis der Strom da ankommt. Aber wenn ihr mehrere Repeater hintereinander setzt, könnt ihr eine kleine Verzögerung bauen. Dieses Prinzip werden wir uns zunutze machen, denn wir wollen einen Brunnen haben, der nicht die ganze Zeit Wasser speit, sondern immer mal wieder Wasser an, Wasser aus, Wasser an, Wasser aus, so dass das Ganze schön aussieht. So, das heißt, prinzipiell brauchen wir schon mal die Repeater zur Verzögerung. Jetzt müssen wir eine Clock bauen, eine Uhr bauen. Da können wir nun Folgendes machen, wir können die Repeater so aneinander setzen. Das ist das einfachste Design für eine Uhr. Können jetzt noch hier zwischen Redstone setzen, müssen einen Schalter bauen und machen den Schalter mal an und wieder aus. Können den Schalter wegnehmen und ihr seht, das Ganze läuft nun in die Unendlichkeit, wird niemals aufhören zu laufen. Aber das mag ich auch nicht so gerne, weil irgendwie soll man das ja auch an- und ausschalten können, den Brunnen. Ob er nun läuft oder nicht läuft, wie gesagt, soll an- und ausschaltbar sein. Deshalb müssen wir nun Folgendes machen. Wir benutzen das hier, den Redstone Comparator. Ein sehr kompliziertes Bauteil in der Redstone-Mechanik. Ihr müsst nicht verstehen, wie genau es funktioniert. Aber der Redstone Comparator hat folgende Besonderheit. Wenn ihr vor dem Redstone Comparator einen Repeater baut und dann einen Rechtsklick darauf macht, dass dieses Ding hier leuchtet, ihr dran Strom reinlaufen lässt, kommt der Strom hier vorne wieder raus. Aber wenn ihr jetzt den Strom in eine Seite, entweder auf diese Seite, und ihr seht ja schon, was passiert, oder auf diese Seite reinbaut, dann blinkt der ganz schnell. Gut, wir wollen aber, dass der nicht so ganz schnell blinkt. Das heißt, wir brauchen eine Verzögerung. Und dafür können wir ja unsere Repeater benutzen. Hier machen wir eine große Verzögerung, hier machen wir auch eine große Verzögerung und verbinden das alles miteinander. Und ihr seht, es passiert Folgendes, der Strom blinkt, er geht an und aus, was erstmal schon mal unsere Grundlage für unseren Brunnen ist. Und das Schöne ist, mit diesem Schalter können wir das Ganze ausschalten. Ihr seht, jetzt hat er nämlich aufgehört zu blinken. Nur solange Strom reinläuft, läuft das. Und das Design, was ihr hier gerade seht, ist das wahrscheinlich rentabelste Design für eine Minecraft-Clock. So heißt das nämlich, Clock oder zu Deutsch Uhr. Im Englischen klingt es halt ein bisschen cooler, ist eine Redstone-Schaltung, die immer konstant ein Redstone-Output gibt. So, jetzt wollen wir daraus natürlich einen Brunnen bauen. Das heißt, wir fangen nun mal an. Ihr habt nun ein Becken und in diesem Becken möchtet ihr euren Brunnen bauen. Das heißt, erstmal baut ihr euer Becken. Okay, ich baue mal ein kleines benutzdefiniertes Becken, welches dann hübsch so aussieht. Und in der Mitte soll da eine kleine Wasserfontäne sein. So. Jetzt müssen wir, bevor wir Wasser einfüllen, natürlich die ganzen Mechanismen bauen. Wie kriegen wir erstmal das Wasser zum Laufen? Dazu benutzen wir den Dispender und einen Eimer mit Wasser. So, die Besonderheit ist nämlich, wenn ihr in einen Dispender einen Eimer mit Wasser reinpackt und dann Strom da reinlaufen lasst, ich muss mal einmal ganz kurz hier einen kleinen Wasserkanal bauen, und ihr lasst Strom da reinlaufen, seht ihr, das Wasser läuft. Und wenn ihr nochmal Strom reinlaufen lasst, geht das Wasser wieder aus. Ich lasse einmal kurz Strom reinlaufen, ich zeige es euch hier nochmal, zack, zack. Der Eimer leert sich mit Wasser, zack, zack, und der Eimer ist wieder voll mit Wasser. Ach ja, wie im echten Leben ist es bei Strom hier in Minecraft auch so, Wasser und Strom vertragen sich nicht so gut. Das heißt, ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr das Ganze baut. Deshalb bauen wir es auch erstmal ohne Wasser. So, unser Dispender soll 1, 2, 3, also hier unten wird Wasser drin sein, GGG, und drei Blöcke darüber soll unser Dispender sein. So, hier kommt schon mal unser Wassereimer rein, obwohl, nee, den tun wir jetzt noch nicht rein, nachher passiert was Schlimmes. Jetzt brauchen wir nämlich noch Redstone-Fackeln. Redstone-Fackeln, für die, die es nicht wissen, ich erkläre es auch noch einmal, haben eine besondere Eigenschaft. Einmal, sie geben Strom, toll, aber die besondere Eigenschaft von Redstone-Fackeln ist die folgende. Wenn eine Redstone-Fackel in einem Block ist und ich lasse Strom in einen Block laufen,
schaltet der diese Redstone-Fackel aus. Und so haben wir die Möglichkeit, Strom nach oben laufen zu lassen, indem wir Folgendes bauen. Ein Block mit einer Redstone-Fackel, darauf wieder ein Block. Ihr seht, jetzt geht die Redstone-Fackel aus, weil hier unten Strom in den Block läuft, der diese Fackel ausmacht, der diese Fackel wieder anmacht, der diese Fackel ausmacht. Und ihr seht, da oben ist der Strom aus. Hier unten können wir nun Strom reinlaufen lassen. Ich lasse den Strom reinlaufen und da oben ist die Fackel an und wieder aus. Und das Prinzip machen wir uns natürlich auch zunutze. Und zwar, hier ist es wichtig, dass an dieser Stelle ein Block ist. Wir können hier keine Redstone-Fackel hinsetzen, die würde nämlich ja später vom Wasser kaputt gehen. Das heißt, hier muss ein Block sein, hier muss eine Redstone-Fackel sein und diese Redstone-Fackel betreibt den Dispender. Wenn der Dispender nun einen Block höher wäre, könntet ihr theoretisch hier eine Redstone-Fackel hinsetzen, die würde genauso den Dispender betreiben. Das heißt, unser Dispender ist eigentlich hier und diese Fackel schaltet gerade den Dispender an. Ihr seht, die Fackel läuft nämlich durch den Block durch und bepowert das hier oben. Zum Test können wir hier einen Stromblock hinlegen. Ihr seht, der ist an, funktioniert also. Wunderbar. So, jetzt graben wir hier ein wenig in den Boden rein und setzen nochmal hier drunter eine weitere Redstone-Fackel. Nun ist die wieder aus und hier runter setzen wir wieder ein weiteres Signal, lassen hier einen Repeater, okay, Repeater brauchen wir nicht, wir brauchen einfach nur mal einen Redstone-Block, hier reinlaufen und führen das Ganze nun hier hin. Hier neben dem Brunnen müssen wir nun einen kleinen Technikraum machen für diese Uhr, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das heißt, da grabt ihr ein wenig in den Boden. Zwei Blöcke reichen, die Uhr ist ja nicht sonderlich groß. Und wir schließen das jetzt alles erstmal wieder ab. Nun ist das Ganze wasserdicht abgeschlossen. Ihr seht hier, wunderbar, passt sehr gut. Und jetzt müssen wir noch eine Uhr bauen. Die Uhr baut sich ja ganz einfach. Wir haben einen Repeater, wir haben einen Comparator. Mach einen Rechtsklick auf den Comparator. 1, 2, 3, 4, 5. Ach Quatsch, 5. 1, 2, 3, 4. Also ihr platziert ein. 1, 2, 3, 4. Bei 5 würde er wieder zurückspringen auf die erste Stufe. 1, 2, 3, 4. Redstone, Redstone, Redstone. Zum Test gucken wir mal, ob die Uhr funktioniert. Ja, die funktioniert. Ihr seht, das sieht gut aus. Und wir lassen den Strom einmal hier hinlaufen. So, der Strom würde nun, ich würde euch empfehlen, hier einen kleinen Repeater zu benutzen. Das macht die Sache ein wenig einfacher. Verstärker hier rein zu bauen. Und ihr seht, der Strom läuft jetzt hier rein. So, wir schalten die Uhr jetzt mal an. Dazu können wir nun Folgendes machen. Wir können nun ein Kabel irgendwo hinlegen mit einem Schalter. Und auf dem Schalter steht Brunnen an, aus. So, jetzt können wir das Ganze noch abschließen. Ihr seht, einfach bauen wir Blöcke drüber. Passt auf beim Blöcke bauen, dass ihr nicht den Strom abschneidet. Ihr seht, hier geht der Strom nach oben. Wenn ich jetzt hier einen Block hinbaue, schneidet ihr den Strom ab. Ihr seht, wenn ich jetzt den Schalter umlege, geht der Strom nicht runter, weil der Strom abgeschnitten ist. So, also vorsichtig dabei sein. Jetzt kann ich nämlich den Schalter umlegen. Ihr seht, jetzt fängt das Ding hier an zu blinken. Damit haben wir nun unser Brunnenspiel fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier unten Wasser reinfüllen. Und ihr müsst noch hier oben einen Eimer reinlegen. Und fertig ist der Brunnen. Wasser an, Wasser aus. So, das dauert mir noch ein wenig lange und ihr könnt jetzt einstellen, wie schnell das geht über diese Repeater. Ich habe euch ja gesagt, die haben die Verzögerung. Den hier stellen wir mal auf kleine Stufe. Jetzt geht das schon ein bisschen schneller und ich finde, so sieht das am besten aus. Und damit habt ihr es geschafft, mit einfachsten Mitteln ein kleines Wasserspielchen zu bauen. Ihr könnt den Schalter umlegen und dadurch schaltet sich das Wasserspiel aus. Ihr seht, jetzt ist der Brunnen zwar an, da müssen wir den Schalter einmal an- und ausmachen, damit der Brunnen auch wirklich aus ist. Und jo, ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Könnt ihr ganz einfach in eure Welt bauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein wenig das Grundprinzip von Redstone in Minecraft verstanden. Später dann mal könnt ihr mit Redstone, wenn ihr gerade anfangt, natürlich ganz verrückte Sachen machen. Hier habe ich euch schon mal in einem Video erklärt, wie man sowas hier baut. Das ist eine verrückte Geschichte. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Ansonsten guckt euch das Video an. Ihr findet das Video in der Videobeschreibung. Ihr werft einen Emerald hier rein, also einen Smaragd. Und nun könnt ihr hier eine Wette abschließen. Ich sage nun, dass das Minecart links außen als erstes von allen das Ziel erreicht. Und wir sehen, die Minecarts fahren nun durch Zufall herunter. Und das Minecart, welches als erstes das Ziel erreicht, ist der Gewinner. Ja, okay, ist irgendwie auch klar. Aber ich habe ja gesagt, links außen wird als erstes das Ziel erreichen. Und wenn das zutrifft, dass dieses Minecart als erstes das Ziel erreicht, bekomme ich zwei Rubine zurück. Aber es sieht danach aus, als ob dieses Minecart gewinnen wird. Moment, dann lege ich mal schnell den Schalter dafür um, damit ich auch recht habe. Ja, ich hoffe, das habe ich noch rechtzeitig gemacht. Nein, habe ich nicht rechtzeitig gemacht. Ich war ein bisschen zu langsam. Ihr seht aber, da sind richtig verrückte Redstone-Mechanismen. Ihr erkennt Teile wieder, ihr erkennt den Repeater wieder, ihr erkennt das Redstone wieder. Aber ihr seht noch diese Teile, die Pistons und so. Was die machen, erkläre ich euch dann mal in einem anderen Video. Heute bleibt es erstmal bei diesem wunderbaren Brunnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, könnt ihr mich selbstverständlich abonnieren.
Und liebe Leute, macht's gut, bis bald und ciao.